Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Miss Tipps und Tricks. Ich bin Cindy und heute zeige ich dir gleich zwei coole Last-Minute-Vatertagsgeschenke und ich bin mir sicher, dass eure Papas diese sehr gern mögen. Also lasst uns beginnen. Und als erstes machen wir das Gummibärchen. Das geht super easy, wir brauchen Haribos dafür. Nämlich gelbe, orangene und weiße. Da füllen wir ein Bierglas voll und lassen anschließend oben noch ein bisschen Platz frei, weil da kommen die weißen Marshmallows drauf, damit es ausschaut wie eine Schaumkrone. Das gleiche habe ich dann mit orangenen Aprikosen-Haribos gemacht und ich fand, das sah auch ganz cool aus und das passt eigentlich auch dazu und fertig ist ein richtig cooles Vatertags-DIY. Geht super easy, geht super schnell und ist auch gar nicht teuer. Und hier kommt die zweite Variante. Wir machen nämlich ein Götterspeisenbier als Nachspeise. Das fand ich auch total cool und das geht auch super einfach, finde ich. Ihr braucht einfach nur das Götterspeisenpulver mit 6 Esslöffeln Zucker zu mischen und anschließend ja das Ganze nach Packungsanleitung zubereiten. Aber anstatt Wasser nehmen wir hier Bier, weil wir wollen ja den Biergeschmack da rein haben. Ja, das fand ich auch sehr cool. Wie gesagt, geht super easy, super schnell und ja, ich fand es ist mal eine außergewöhnliche Nachspeise und der Papa wird sich freuen. Ihr müsst das Ganze jetzt nur noch für 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stellen, bis es schön chilliert ist und dann wird es einfach mit Sprühsahne serviert. Und fertig ist die zweite Variante. Ich finde, das ist mal ein ideales Geschenk für Papa. Ich finde, das ist total süß geworden. Das mit den Gummibierchen und natürlich auch das ja, Gummibär-Götterspeisen-Bierchen mit Sahnehaube. Das finde ich richtig cool. Das kann jeder von euch nachmachen und ist super easy. Und die meisten Sachen hat man eigentlich auch zu Hause. Und ich glaube, dass das ein richtig cooles Geschenk für den Papa ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir noch einen Daumen nach oben und schreib mir mal in die Kommentare, ob ihr auch noch ein Last-Minute-Muttertagsgeschenk-Video sehen wollt. Dann drehe ich das auch noch schnell ab. Und dann würde ich sagen, tschüssi, bis zum nächsten Video. Bye, bye.